Willkommen zurück zu Gothic 3. Wir befinden uns im Dorf Cap Dun und haben gerade eben das Dorf ein bisschen besichtigt. Und ich habe mal nachgeschaut, wie das denn mit dem Stehlen funktioniert, wie das hier abläuft. Und nachdem ich vorher schon etwas verwirrt war, was wir stehen konnten, wann wir angesprochen wurden, ist es jetzt noch viel schlimmer, als ich je gedacht habe. Es gibt da ein Stehlsystem in Gothic 3. Ich erkläre das mal kurz. Das ist so seltsam aufgebaut, habe ich noch nie gehört sowas. Ich erkläre es mal. Also, wenn man einen Gegenstand stehlen will, dann ist der entweder mit einer 1 oder 0 markiert intern. Man sieht das nicht. Also der goldene Pokal hier kann zum Beispiel eine 1 haben. Der goldene Pokal hier kann eine 0 haben. Die können auch beide eine 1 haben. Ist egal. Intern wird das irgendwo festgelegt. So, wenn man hier die beiden Pokale stiehlt und beide haben eine 1, dann zählt das zu einem Stehlcounter dazu. Und wir können 20 Mal was stehlen, ohne dass irgendjemand was sagt, wenn er uns nicht direkt sieht. Hier vorne der Kollege, wenn wir jetzt was stehlen würden, dann würde er uns gleich angreifen. Wenn er nicht da ist, können wir 20 Mal was stehlen. Oder wenn hier der nicht markiert ist, der goldene Pokal, dann können wir den auch so stehlen. Aber das wissen wir ja immer vorher nicht. So, wenn wir 20 Mal was gestohlen haben, dann werden wir einmal angesprochen von irgendeinem im Dorf. Und wir können automatisch verneinen, das waren wir nicht und alles ist gut. Jetzt können wir weitere 20 Gegenstände oder 20 markierte Gegenstände stehlen. Dann werden wir wieder angesprochen und dann können wir irgendwie, soweit ich gelesen habe, bestechen oder so. Können uns eventuell nochmal rausreden, dann können wir wieder 20 Stück stehlen. Und dann können wir uns nur noch rausreden, wenn wir den Perk hier oben rausreden haben. Und der hängt dann auch von der Diebeskunst ab, wie hoch der ist. Das klappt also nicht immer 100%. Und nur dann können wir uns rausreden. Und dann können wir jeweils nur noch einen Gegenstand stehlen. Und jedes Mal werden wir gefragt, ob hier alles in Ordnung ist. Also ganz, ganz komisch, ganz abstrus irgendwie. Egal, ob uns jemand sieht oder nicht, intern zählt da so ein Zähler mit. Und sobald wir dann die 20 erreichen, dann sind wir dran. Ja? Also, das heißt, wir haben jetzt einmal die Schwelle schon überschritten. Wir können also jetzt nochmal 20 Gegenstände stehlen, bis wir wieder angesprochen werden. Machen wir jetzt hier nicht, damit er uns jetzt hier nicht angreift. Aber das müssen wir irgendwie im Hinterkopf behalten. Soweit ich weiß, gilt das immer dorfweit. Das heißt, in einem anderen Dorf fängt es dann wieder von 0 an. Und wenn wir zurückkommen hier, dann geht es hier mit den normalen Zahlen weiter. So dreht er sich um, wenn wir hier reingehen. Schade. Vielleicht geht er ja mal schlafen, wäre auch ganz nett. So, hier haben wir einmal Cyrus und Deckard. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Ist mir auch schon aufgefallen, dass hier relativ wenig Frauen unterwegs sind. Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ja, Gott sei Dank nehmen wir immer alles mit. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Was war denn das für eine Fanfare jetzt? Haben wir irgendwas Besonderes erlebt? Lass uns Banditen jagen gehen. Lass uns Banditen jagen gehen. Oh, wir haben einen neuen Gefährten. Sehr gut. Lass uns Ortega einen Besuch abstatten. Die Sau muss irgendwo hier in der Küstenregion seine Räuberhöhle haben. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Ja, komm einfach mit. Wir Alles gehen dann klar. Schon irgendwann. Wir haben einen neuen Gefährten, das ist ja schön. Ich hoffe, der hält länger durch als der andere. Wir sprechen mal mit Deckard. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf.
Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Bufford schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Bufford an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. Ah, schon wieder? 3 Stück sollten reichen. Hier in Kap Dun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Wir haben 3 Heiltränke, ne? Aber dann geben wir die halt her. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. Vor allem wollen wir auch verkaufen. Aber wir haben gar nicht so viel. Das Amulettblatt können wir weitergeben. Vielleicht sollen wir auch hier mal die Lichtzaubersprüche. Braucht kein Mensch. Tier rufen. Telekinese, das wird auf alle Fälle behalten. Ah, die Zaubersprüche behalten wir. Wer weiß, wann wir die noch brauchen. Ah, die Sachen hier auch noch. Was können wir denn noch? Bisonfell. Die Schatulle, die können wir doch auch alle weghauen. Schaufel auch eine. Die Felle behalten wir. Goldbrocken. Wir haben jede Menge Fackel. Da behalten wir mal 5 Stück. Die Harke auch. Wer weiß, wann wir die noch mal brauchen. Genauso bei der Kelle. Und die Ruba, schwarze Ruba, die können wir auch weggeben. Gut, dann haben wir jetzt 835. Was hat er? Bauernkleidung, Lederkluft, Orksöldnerrüstung, schwere Orksöldner, 80.000. Wann soll man denn hier auf 80.000 kommen? Ein Ring gibt es ja auch. Nee, sowas aktuell kein Bedarf. Erstmal nur Gold. Dann haben wir nämlich wieder 853 Goldstücke. Da hinten habe ich schon gesehen, liegt noch ein Wolfsfell. Ich speichere lieber vorher, bevor wir das nehmen. Ich hoffe, das gehört niemandem. Da liegt auch noch eins. So, Truhe. Nimm deine Finger da weg. Ah, das ist ja blöd. Mensch, dass wir nie wissen, ob hier jemandem das gehört oder nicht. Wir müssen offenbar ein bisschen einfach, ja. Wir können nicht einfach in jedes Haus rein und alles plündern. Das geht einfach nicht. Da müssen wir uns etwas zurückhalten. Ist ja im wahren Leben auch so. Ich gehe ja auch nicht durch die Stadt in jedes Haus und schaue mich dort um. Also meistens nicht. Und dann machen wir das ja auch. Nur die Sachen, die draußen liegen quasi auf freier Prärie, die werden von uns mitgenommen. Hier zum Beispiel die Wolfsfelle auch. So, wer sitzt denn da? Serug. Warte mal. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt. Genau wie ein Dieb. Und das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Oh. Ich denke mal, das ist jetzt questabhängig. Da hat er uns nicht gesehen oder so. Ich denke mal, das ist einfach die Quest. Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Ist das super? Erzähl mir mehr über Diebe. 3 goldene Pokale. Wir sind überall und nirgendwo. Immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden. Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Okay, und wer bist du? Phil. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? Okay. Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder?
Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Javier schickt mich. In Redok warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redok überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Die habe ich aber schon. Ich habe hier 3 Waffenbündel für dich. Ah, gut. Das ist gut. Danke. Hier, ich werde sie dir bezahlen. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Kapdun anzugreifen. Dann müssen wir den Paladin oben offenbar befreien, beziehungsweise ihm eventuell seine Rüstung bringen. So, aber erste Aufgabe, was wir machen, ist, wir schauen mal, ob wir nicht doch irgendwie den Pokal stehlen können, den dritten. Wir haben aktuell 2. Ist das richtig? Oh, wir haben nur einen. 2 sind noch drin, da ist ein Zelt. Jetzt sehe ich es erst. Haben wir mit Eziel schon gesprochen? Oh, ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Und die kann ich auch gut gebrauchen. Bring mir was über Alchemie bei. Das brauchen wir einfach nicht jetzt momentan. Wir haben ja kein Geld. Was ist denn das für ein Zelt? Hier waren wir noch gar nicht drin. Oh, da steht einmal. Hallo. Ja, ich habe mich dann wohl verlaufen. Denk nicht mal dran. Was? Wovon redest du? Die Truhe gehört Gamal. Fass sie an und ich hack dir die Hand ab. Verstehe. Ja, ich gehe dann wieder. Vielleicht müssen wir auch warten bis zur Nacht. Geht's denn hier hoch? Wir schlafen hier mal und warten, bis es Nacht ist. Und vorher speichern wir noch und schnappen uns das Gold hier unten. Oh, ich nehme viel zu viel mit, Mensch. Das zählt jetzt quasi alles zu dem Zähler mit dazu. Die Items in der Truhe zählen als 3. So, wir schlafen jetzt mal. Bis Mitternacht oder so. Cyrus steht daneben und wacht über uns. Das ist sehr nett von ihm. So, und jetzt schauen wir mal, ob hier oben der Ork noch rumsteht. Der steht immer noch da. Ich speichere mal und versuche mich reinzuschleichen. Dumm, die dumm, die dumm. Wir sind nicht da, wir sind nicht da. Schönen guten Abend. Wir sind nicht da. Er sieht uns nicht. Ich nehme das Wolfsfell mit. Den Pokal. Und den Pokal. Und wir gehen einfach mal wieder. Dumm-di-dumm-di-dumm. Das war ja fast schon zu einfach hier. Tja, jetzt hat er es gemerkt. Aber wir sind schon über alle Berge. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ach, das müssen wir jetzt bezahlen? Oh. Das ist ja jetzt... Schwere Schlösser knacken. 2500 können wir uns nicht leisten. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Da waren wir ja schon. Jacks Rebellengold, okay.
Da waren wir ja schon. Wir haben jetzt 7 Wolfsfälle. Ein Waffenbündel noch. 1200 Goldstücke. Hm. Momentan können wir da noch nicht mehr machen. Der Urkratz hat uns ja gesagt, wir sollen irgendeine Ladung für ihn finden. Fälle für Jens, Truhe des Alchemisten. Was gibt's in Kap Dun? Dieser dicke Alchemist in Kap Dun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Krieg. Wir schauen nochmal zum Alchemisten. Der war hier unten irgendwo. Das müsste sein hier unten. Haben wir hier nicht schon... Verflucht, was willst du? Das tut mir jetzt leid. Ah, da ist die Truhe. Verflucht, was willst du? Ja, ich gehe ja schon wieder. Dann schleichen wir uns halt rein. Wir schauen mal durchs Fenster, ob er schon schläft. Na, liegt er wieder da? Oder... Ich dachte, wir hätten hier schon alles geplündert. Aber da ist noch eine rote Kiste. Ich glaube, die können wir nicht öffnen. So, ganz leise. Psst. Zu schwer. Ah, das war klar. Na gut, wir gehen wieder. Ja, ich gehe schon. Was willst du? Nichts. Alles in Ordnung. So, dann, was haben wir denn noch für Aufgabe? Paladin, Banditenplage von Malo. Urkrass seine Waren. Drei große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Lausige Banditen an der Küste. Wie kommen wir denn zur Küste? Da müssen wir ja irgendwie runtergehen können. Na gut, bevor wir runtergehen, gehen wir erstmal hoch und schauen mal, ob wir beim Paladin was machen können. Das machen wir aber tagsüber. Verdammt, was ist los? Ich will nur kurz dein Bett benutzen. Nein, will er nicht. Dann suchen wir uns ein anderes. Hier stehen ja genügend. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Ja, da wird gegähnt überall. Alle stehen auf, waschen sich den Sand aus den Augen. Und wir gehen jetzt mal hoch, den Turm hoch. Ich denke mal, da wird man uns relativ schnell wieder... Was hängt denn hier? Rausschmeißen. Okay. Ich hoffe... Wir hängen nicht irgendwann mal auch hier. Ah, da ist die Kampfarena. Ich habe Lust auf Kampf. Hier oben ist offenbar ein Friedhof. Und jede Menge Heilpflanzen, die wir natürlich alle jetzt mitnehmen müssen. Wir haben nämlich fast keine mehr. Und wir brauchen auch wieder leere Fläschchen. Und Wasser. So, und dann werden wir mal unseren Morgenkampf hier durchführen. Kann ja nicht so schwer sein. Graben kann man hier offenbar nicht. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Dann sprechen wir mal mit denen. Die sind doch bestimmt auf einen Kampf scharf. Ich brauche Ruhe. Harok. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Jawohl. Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang werde ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Vielen Dank. Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena
und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Dann zeig mal, was du drauf hast. Hei. Der versohlt mir ja ganz schön ordentlich den Hintern. Vor allem voll schnell. Okay. Kann ich mal kurz... Kurz Pause? Nein! Nein! Zumindest hat der Mistkerl Gold dabei. Willst du mich verarschen? Jetzt plündert der mich auch noch in der Arena. Die Waffe gehört jetzt mir. Was soll das denn? Ende? Was soll das denn jetzt hier, Fadi? Du bist noch nicht gut genug für einen Gladiator. Geh und lerne erstmal richtig kämpfen. Das ist ja blöd, jetzt habe ich keine Waffe mehr. Ach komm schon. Das können wir nicht machen. Okay, ich verbuche das jetzt mal unter Lernen. Wir laden nochmal neu. Wie soll das denn gehen? Der kann doch nicht einfach hier unsere... Können wir den... Was schleichst du hier herum, oder? Ja. Wir haben halt auch noch überhaupt kein Schild und nichts. Das ja... Also wenn das jetzt ein leichter Gegner war, dann... na gut. Der hat mich aber auch ganz am Anfang sehr überrascht. Mit seinen schnellen, fiesen Attacken. Wir können es noch einmal probieren. Einmal machen wir es noch. Unglaublich. Bist du hier? Einige Probleme erledigt. Was kann... Die Frage ist... Wenn wir jetzt von draußen angreifen... nur mal testweise. Okay, jetzt können wir nicht... angreifen. Das heißt, wir müssen jetzt quasi rein. Können wir irgendwas zaubern? Wenn wir irgendwas zaubern auf ihn. Tiere rufen, Tier zähmen, Schlaf. Oh, das können wir machen. Magie umgibt eine Aura der Furcht. Das wäre auch ganz gut. Wie viel Magie brauchen wir hier für die Furcht? Mana kosten 60, wir haben Mana 100. Das heißt, wir können einmal Schrecken wirken. Scheiße, geht nicht weg! Ja, verschwinde von hier! Waffe weg, Mora! Hä? Warum nicht gleich so? Haben wir jetzt gewonnen? Oh, Quest abgebrochen. Okay, wir probieren. Vielleicht lag es daran. Vielleicht dürfen wir aber auch einfach nicht zaubern. Das kann natürlich auch sein. Das sind jetzt alles Erfahrungswerte, die müssen wir jetzt einfach mal lernen, damit wir wissen, wie das Spiel tickt. Und müssen wir halt einfach nochmal neu laden. Ich würde jetzt gerne zwei Sachen noch ausprobieren. Erst ist nochmal die Magie mit der Furcht, dass er quasi den Kreis verlässt. Und das zweite wäre dann, dass wir einfach nochmal richtig kämpfen. Was? Ich will. Vielleicht es dann schaffen. Was muss ich jetzt tun? So, jetzt schauen wir nochmal. Schrecken. Aber ich denke mal, das wird einfach nicht erlaubt sein, das Zaubern. Geh mal hier rein. Dann zeig mal, was du drauf hast. Scheiße, nicht zieh weg! So. Und sobald wir jetzt hier rausgehen, kommt der wieder? Vielleicht? Der ist auf Nimmerwiedersehen, ist er irgendwo Richtung Gebüsch verschwunden.
Okay, und wenn wir jetzt hier rausgehen, dann sind wir quasi der Verlierer. Sehr schade. Waffe weg! Gute Entscheidung. Okay, also dann laden wir noch einmal und probieren es auf die reguläre Art und Weise. Haben wir nicht noch einen Angriffszauber? Der dauert halt wahrscheinlich sehr schnell. Dass wir angreifen, zaubern, angreifen. Ich denke mal, das wäre schon die Hälfte der Miete, wenn wir jetzt noch irgendwie den Feuerball hätten oder so. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich will... Was? So, wir haben doch noch irgendwo Blitz beschwören. So, 8. So, jetzt gehen wir hier rein. Blitz beschwören braucht 100 Mana kosten. Dann zeig mal, was du drauf hast. Warte, es gibt einen Kampf. Achte auf deine Deckung. Das war doch ganz gut jetzt, oder? Lass dir das nicht bieten. Das war doch richtig gut. Achte auf deine Deckung. Da hat er. Lass dir das nicht bieten. Hat er mich richtig stark erwischt. Komm schon, den schaffst du. Na, das wird doch, Mensch. Wir müssen nur... Hei. Durchhalten. Yes. So, erstmal plündern. Schädelschild, sehr gut. Ich glaube dir kein Wort. Dann mal ein paar Heiltränke. Bei einer erstmal reicht, können wir den. Ich wollte ihn noch plündern. Nein, Mist. Du hast gewonnen. Jawohl, natürlich. Aber dein Gegner war leicht. Also bilde dir nichts ein. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Ja, wir warten da mal ein bisschen, bis wir noch ein bisschen mehr drauf haben. Was haben wir denn hier drin? Ach, überall gibt es Truhen. Ich traue mir nichts mehr zu öffnen. So, hier geht es ziemlich weit runter. Du Mistkerl, bist verdammt gut. Respekt, du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Okay, ich muss zugeben, durch das Zaubern hat sich das Ganze ein bisschen vereinfacht. Gleich mal die Hälfte aller Sachen weg. Kann ich jetzt hier die Sachen mitnehmen, das Waffenbündel? Ich probiere das mal. Eventuell ist das was, das keinem fehlt. Ja klar, du hast gut reden. Waffenbündel? Ich weiß, Mann, ich weiß. Ja, das interessiert keinen auf Halt! Oh. Keinen Schritt weiter! Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, hier können wir auch nicht rein. Halt. Ja, ich wollte doch nur weggehen. Keinen Schritt weiter! War doch nie anders. Da drin ist wahrscheinlich irgendwo der Paladin. Der letzte Scheiß. Geh zu Arok, wenn du in der Arena kämpfen willst. Ah, das wird der zweite Gegner sein. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Aufpassen, was man so rum erzählt. Ah, da müssen wir irgendwo da vorne müssen wir runtergehen zum Strand. Der Strand ist das nächste Ziel, das wir uns holen werden. Hier gibt es überhaupt nichts Interessantes hier oben. Gut, dass wir hochgegangen sind. Ah, na gut, na gut. Wir haben schon wieder kein Mana mehr. Oh, da ist noch ein Fell. Wir nehmen das mit. Da beschwert sich keiner, wenn wir rumschleichen. Keiner schaut. Und es ist unseres. Das hätte ich dir vorher sagen können.
So. Ja, dann machen wir uns auf Richtung Strand und schauen mal, ob wir dort unten irgendwelche Kisten bekommen. Ah, das wird so hammerhart. Wir haben ja immer noch das Anfangsschwert. Wo ist eigentlich unser Kollege? Hä? Wo ist der denn jetzt? Der hängt wahrscheinlich irgendwo. Hm. Ja, der ist jetzt... Der hat sich offenbar vom Acker gemacht. Es hat wohl zu lange gedauert. Hier unten ist er auch nicht mehr. Dann sind wir jetzt wieder allein. Sehr ärgerlich, Mensch. Wir schlafen nochmal eine Runde. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf Richtung Strand und schauen mal, ob wir dort die Kisten von Urkrass finden. Und wenn wir die haben, die Kisten von Urkrass, dann bekommen wir die nutzlose Paladin-Ausrüstung. Und dann müssen wir mal schauen, vielleicht müssen wir doch irgendwie uns mit den Orks gutstellen, damit wir zum Paladin kommen und die kleine Rebellion anzetteln können. Irgendwie so wird das doch funktionieren. Wie können wir denn eigentlich hier runtergehen? Wir sind schon weit über die Zeit, ich weiß. Ich will nur noch ganz kurz schauen, wo es hier runtergeht. Da vorne. Ja, das ist unser nächstes Ziel dann da vorne. Dann gehen wir hier runter und werden den Strand ein bisschen erkunden. Da wird ja auch noch das ein oder andere Geheimnis auf uns warten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.